Heute bei Sonja. Ausreden. Wenn schon zum dritten Mal die Großmutter gestorben ist, dann frage ich freundlich nach, wie viele denn noch da in petto sind. Wenn Rechtschreibfehler vor allen Dingen auch drin waren. Ja, immer Scannerprobleme, immer. Und es tut mir verdammt dolle leid. Und ich würde dir sowas nie wieder antun. Aber ich möchte dich heiraten. Ja, nichts als leere Versprechungen, ständig immer nur Ausreden. Naja, manchmal braucht man ja auch wirklich immer so eine kleine Notlüge. Aber manch einer verstrickt sich in ganze Lügengeschichten. Lernen Sie jetzt Rainer kennen. Rainer könnte einen ganzen Sammelband zusammenstellen mit Ausreden. Herzlich willkommen. Wie haben die Zuschauer das zu verstehen? Bist du derjenige, der sich gerne rausredet? Oder kennst du einfach viele Menschen, die sich rausreden? Na, ich arbeite an so einer Stelle, wo ziemlich viel die Wahrheit korrigiert wird. Man könnte auch sagen, gelogen wird oder Ausreden erfunden werden. Das ist nicht das Rathaus. Sondern? Das ist ein Ort, wo es zwei Gruppen gibt, die häufig sich entschuldigen, dass sie verspätet sind. Und die häufig auch sich nicht vorbereitet haben für den Tag, wo sie dann zusammentreffen. Ich arbeite an einer Schule. Lehrer? Ja. Wie lange arbeitest du schon an der Schule? 20 Jahre. Nein, stimmt länger. 22. Aber mitgezählt, wie viele Ausreden du bisher gehört hast, hast du nicht? Na, jeden Tag eine ganze Menge halt. Welche Ausreden sind für dich denn am originellsten? Die wahr sind. Die ausgefallensten Ausreden stimmen meistens. Was nicht stimmt, sind die alltäglichen Ausreden. Ich habe keine Zeit gehabt, ich musste was Wichtiges anderes tun, ich bin aufgehalten worden. Das stimmt meistens nicht. Aber irgendwelche ganz spinnerten Geschichten, die stimmen meistens. Was fällt dir denn da so spontan ein? Ich habe, als ich mich auf diese Sendung vorbereitete, mal nachgedacht. Und eine Sache war mal vor etwa 12 Jahren. Da kam ein Schüler 1,5 Stunden zu spät in die Schule und berichtete auf meine böse Nachfrage, er sei mit seinem Fahrrad gestürzt über einen Jägerzaun, glücklich noch zu stehen gekommen auf der anderen Seite, dort ausgerutscht, dann mit Ach und Krach noch in einen kleinen Ökoteich gefallen, ganz nass geworden und habe dann nach Hause fahren müssen, um sich umzuziehen. Ich habe ihm das geglaubt, denn so einen Unsinn kann man sich nicht ausdenken, das muss stimmen. Du sagtest vorhin, diese ganz alltäglichen, die stimmen meistens nicht. Bist du dir denn meistens sicher, welche jetzt gelogen sind und welche nicht? Kannst du das differenzieren? Also am Anfang muss man ja immer davon ausgehen, dass eine Ausrede wahr ist, weil dass sie gelogen ist, weiß ja nur derjenige, der sie sich ausdenkt. Und ich gehe immer davon aus, dass meine Schüler mir im Normalfall die Wahrheit erzählen. Bloß wenn schon zum dritten Mal die Großmutter gestorben ist, dann frage ich freundlich nach, wie viele denn noch da in petto sind. Und wenn immer wieder irgendwie gleiche Ausrede kommt, dann kennt man schon seine Pappenheimer und glaubt ihn nicht mehr. Und dann sagt man auch, komm, also hör auf, mir sowas zu erzählen. Ja, aber wie ist es so denn mit den Lehrern? Die müssen sich doch bestimmt auch ab und zu mal rausreden. Ich habe ja gesagt, von beiden Gruppen wird die Wahrheit korrigiert. Das ist ja auch so, dass Lehrer häufig genug dann auch was versprechen und nicht einhalten und dann sagen, ich habe so viel zu tun gehabt, habe es nicht geschafft. Oder ich habe mich mit dem Kollegen noch über ein wichtiges pädagogisches Problem unterhalten müssen. In Wirklichkeit habe ich nur in Ruhe seinen Kaffee zu Ende geschlürft. Hast du denn mal so richtig krasse Ausreden auch gebraucht? Ich? Oh ja. Ich habe mal, meine Schüler haben wunderbare Gedichte, ich bin Spanischlehrer, wunderbare Gedichte geschrieben. Ich habe gesagt, ich mache euch daraus einen Kalender. Das hat ein Dreivierteljahr gedauert. Aber dann hat es doch noch geklappt. Und was war die Ausrede? Am Anfang habe ich Ausreden gebraucht. Ich hatte so viel zu tun oder ich hatte Schwierigkeiten mit meinem Computer. Und nachher habe ich einfach nicht mehr gelogen, die Wahrheit gesagt. Und habe gesagt, ihr kriegt es irgendwann. Okay, vielen herzlichen Dank erstmal für deine Geschichten. Kannst du ganz kurz in der Küche Platz nehmen? Wir sehen uns gleich wieder. Rainer,
Werner sitzt in der Küche, denn wir haben eine ganz kleine Überraschung für ihn. Wollen wir doch mal hören, was eine ehemalige Schülerin von ihm so zu erzählen hat, ob er denn tatsächlich nur kleine Notlügen benutzt hat. Herzlich willkommen, Steffi. Bevor wir auf Rainer kommen, ganz kurz zu dir. Benutzt du manchmal irgendwelche Ausreden? Na klar, das macht jeder mal, ne? Und was da, wenn du mal zu spät kommst in der Schule, gerade bei Rainer? Ach, bei Rainer habe ich mir nicht so viel Mühe gemacht, da kommt es nicht so drauf an. Oh, wieso? Er scheint mir ein ganz netter Kerl zu sein. Ja, ist er auch, aber der nimmt alles hin. Da kann man auch sagen, man hat keinen Bock gehabt oder verschlafen. Das ist egal bei Rainer. Wie ist es denn bei ihm? Hat er sich denn ab und zu mal rausgeredet? Ach, das meiste schiebt er auf seinen Computer. Er hat Scannerprobleme oder ähnliches. Oder einmal hat er gesagt, er hat Tenniskarten für einen roten Baum und kann deshalb leider den Unterricht nicht zu Ende führen. Das war ein bisschen krass. Ich meine, wir haben uns gefreut über die Freistunde, aber Tenniskarten für einen roten Baum, dafür Unterricht ausfallen zu lassen, ist ein bisschen hart. Ja, das ist echt der Hammer. Ja, und du hast erzählt, wenn Rechtschreibfehler vor allen Dingen auch drin waren. Ja, immer Scannerprobleme, immer. Ja, wie findest du denn das überhaupt, wenn sich Lehrer auch rausreden? Gibt es da einen bestimmten Unterschied? Lehrer dürfen es, Schüler nicht oder beide gleichberechtigt? Ach, beide gleichberechtigt eigentlich. Lehrer sind auch nur Menschen, müssen sich auch mal rausreden. Aber Schülerausreden sind manchmal ein bisschen krasser. Also sind ein bisschen einfallsreicher, die Schüler. Lehrer haben sie auch nicht so nötig, eigentlich sich groß rauszureden. Aber Schülerausreden sind echt kreativer. Was denn zum Beispiel? Kennst du irgendeine Ausrede, von der du gedacht hast, Mensch, das hätte mir einfallen müssen? Ausrede, also das Dollste, was ich mal gehört habe, ist, dass eine zu spät gekommen, eine Schülerin bei uns an der Schule, und dann hat sie erzählt, sie hat sich morgens im Stadtpark verlaufen, weil es so dunkel war und konnte deshalb leider nicht rechtzeitig zum Unterricht kommen. Also das fand ich schon ganz geckig. Und die gleiche Schülerin hat auch mal gesagt, da sollten die sich an der Heiligen Geistkirche treffen. Und sie stand dann aber leider auf dem Heiligen Geistfeld. Und es ging um die Projektreise und dann konnte sie leider nicht mitfahren. Es war ein bisschen blöde für die Schülerin, aber... Hier, ihr kichert die ganze Zeit. Kennt ihr Steffi? Ja, doch. Und kennt ihr auch Rainer? Ja. Kennst du irgendeine Ausrede, die sie noch nicht erzählt hat? War er denn da immer ganz klasse oder hat er sich denn wenigstens Mühe gegeben, Rainer? Sich rauszureden? Ja. Ja, also es war so, dass wir eine Klausur schreiben sollten und er hatte einen Tag vorher keine Zeit, weil seine Mutter Geburtstag hatte. Also konnte er sie nicht vorbereiten und wir hatten uns alle gut vorbereitet und haben sie dann doch nicht geschrieben. Das war ein bisschen doof, aber... Aber es scheint jetzt sozusagen so, als würde er die Wahrheit sagen. Oder meint ihr denn, es sind manchmal auch so ein paar Lügen dabei? Ja, also ich denke mal, dass ihm das oft peinlich ist, die Wahrheit zu erzählen, weil er halt ganz komische Gründe hat, um irgendwas nicht durchzuführen. Ja, wie geht man denn damit um, wenn er einfach sagt, boah, ich habe keinen Bock auf euch, ich gehe zum Tennis spielen? Ja, dann freut man sich, dass man frei hat und geht auch. Ja. Na klar, da würde ich mir natürlich für Rainer auch nicht besonders... witzige Ausreden einfallen lassen, wenn er auch nicht so einfallsreich ist. Aber jetzt wollen wir doch mal hören, was er dazu sagt. Er sagte, er wäre nur ab und zu mal zu spät in den Unterricht gekommen. Also, Rainer, herzlich willkommen zurück. So einen Lehrer möchte ich auch mal haben. Also wir hatten so einen nicht an der Schule. Rainer, du wusstest nicht, dass Steffi hier ist. Nee, auf die bin ich nicht gekommen. Nee. Ja, aber sie hat mal so ein bisschen... Bitte? Die passt. Was soll das denn heißen? Wie, die passt? Ich glaube, mich zu erinnern, dass du mal doch ganz gute Ausreden hattest. Echt? Steffi, setz dich doch mal kurz zu ihm aufs Sofa. Aber selbstverständlich. So, dann seid ihr zusammen da. Ja. Verwechseln, liebe Zuschauer, das ist kein Herzblatt oder irgendwie sowas. Aber Steffi hat eher gesagt, sie hat nicht so tolle Ausreden benutzt. Sie hat eher von deinen Ausreden erzählt. Sie hat uns nämlich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie kam denn das, wenn du etwas länger gebraucht hast, um die Klausuren zu korrigieren? Also das ist Lüge. Ich bin der Lehrer, der sie immer pünktlich zurückgegeben hat. Klar, ich erinnere mich. Schwach. Ja, und wenn es doch mal ein bisschen länger gedauert hat, woran lag es dann? Ich habe mir bestimmt was ausgedacht, aber nicht so was Absurdes wie mein Kollege, dem in Griechenland die
Sachen ins Wasser geflogen sind, angeblich. Ich weiß es nicht. Ich werde gesagt haben, ich war krank oder überanstrengt oder sowas. Alles sowas ist. Und Rechtschreibfehler lag alles am Rechtschreibprogramm des Computers. Alles immer auf den Computer geschoben. Das stimmt, aber wirklich. Also, wenn man. Ja, oder wie war das? Genau, die Karten. Einfach mal eine Doppelstunde ausfallen lassen. Wegen Karten, wegen hier des Tennisspiels? Das ist eine Frechheit. Das stimmt, glaube ich, sogar. Aber ja, Moment, das ist nicht ganz richtig. Wir haben sie verlegt. Nein. Ne? Oder? Ich glaube, wir haben sie verlegt. Waren die Karten denn echt? Ja, ja, das stimmt schon. Ich sag seinen Namen jetzt nicht. Wolfram Z. Punkt, der hat mich eingeladen. Was war denn, du hast gesagt, ja, die war immer gut in Ausreden. Was war denn Steffis tollste Ausrede? Kannst du dich an irgendeine erinnern? Also, vielleicht ist auch nur deswegen, weil sie so einen treuen Blick hat. Und deswegen man also auch immer etwas geglaubt hat, was sie gesagt hat. Aber immer gedacht hat, naja gut, wenn sie nicht so treu gucken würde, dann ist das ein bisschen verdächtig, die Ausrede. Wie ist das denn? Haben sich denn Jungs und Mädchen oder Männer und Frauen unterschieden in ihren Ausreden? Wer war da kreativer? Ah, die Mädchen eindeutig. Die Jungs sind erheblich ungeschickter. Was sagen diese? Es gibt Ausnahmen, aber so in der Summe würde ich es schon sagen, ja. Was sagen die denn so? Was lässt sich ein Mann einfallen? Die müssen meistens jobben nachmittags und konnten deswegen die Hausaufgaben nicht machen. Bitte? Die haben gejobbt am Vortage und konnten deswegen die Hausaufgaben nicht machen, was eine eindeutige Ausrede ist. Sie haben einfach die Prioritäten anders gesetzt. Und, ja, Moment, ich komme, ja. Was heißt hier, die männlichen Personen sind nicht einfallsreich, also ich meine. Ja, dann erzähl mal, hast ja, du eine ganz klasse Ausrede parat? Ja, selbstverständlich, also ich musste zur Schule, ja, und ja, ich sollte eine Arbeit schreiben, hab nicht geübt, hatte Arbeit. So, und dann, ja, dann habe ich erzählt, also ich bin mit dem Fahrrad gefahren und dann habe ich erzählt, dass ich eine Oma angekarrt habe und dass die Oma schwer verletzt war und dass ich sie dann ins Krankenhaus gebracht habe. Ich meine, das reicht wohl dann. Du fährst ja das ganz krasse Programm. Ja, Logo. Eine Frage, wie weit darf man bei Ausreden denn gehen? Wie ist das denn, wenn einer so eine krasse Geschichte erzählt? Also eine Oma anfahren, das ist ja. Vielleicht werde ich allmählich alt, ich finde das unmoralisch. Ich finde, dass man bis zum gewissen Grenze lügen sollte, aber so mit Verletzungen und Unfällen bin ich immer vorsichtig, vielleicht bin ich auch abergläubisch. Ja, das Problem ist natürlich, du bist natürlich ziemlich locker. Steffi sagt, ach, dem Rainer war das eh alles wurscht. Er wusste, wir waren Luschi-Jahrgang, wir brauchten uns überhaupt nichts einfallen zu lassen. Aber es gibt natürlich auch. Es gibt natürlich auch sehr strenge Lehrer, da muss man sich vielleicht. Gibt es da auch bei deinen Kollegen einige, die da ganz hart drauf reagieren? Ach, ich glaube, dass wir insgesamt ein liberales Kollegium sind, das so insgesamt so am gleichen Strang zieht. Der eine ein bisschen strenger, der andere ein bisschen lockerer. Aber gibt es nicht die großen Unterschiede, wie ich das zu meiner Schulzeit kannte? Ja, jetzt haben wir gehört, wie es in der Schule so aussieht. Wir haben aber auch mal auf der Straße uns umgehört, wie kreativ denn die Leute so sind, wenn es um die kleinen Notlügen geht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich muss jetzt gehen. Telefonnummer verloren. Telefon hat noch geklingelt. Ich habe keine Zeit. Verkehrsstau. Öffentlicher Nahverkehr fuhr nicht pünktlich. Bus verpasst, Bahn verpasst. Wir haben jetzt im Moment gar keine Zeit. Wir sind nicht beim Einkaufen. Ich hab's eilig. Ja, ich hab's wirklich eilig. Ich hab keine Zeit. Ich muss um 1 Uhr schon da sein. Nee, ehrlich, ich muss zum Zahnarzt. Ja. Nee, es geht nicht. Nein. Nee, überhaupt keine Zeit. Keine Zeit, sehr beliebt. Benutzt du auch keine Zeit gerne mal als Ausrede? Um Gottes Willen. Was ist deine Ausrede? Wenn du mal irgendwohin zu spät kommst? Reifenpanne. Reifenpanne? Ja. Egal, mit was du fährst. Meistens fahre ich LKW, ja. Oh. LKW, wieso? Weil ich Fernfahrer bin. Und ach so, dann, wenn du deine Transportgüter natürlich irgendwo hinbringst. Ja, und wenn ich da nicht pünktlich ankomme, habe ich meistens eine Reifenpanne. Und hast du dann wirklich eine Reifenpanne oder sagst du das nur? Was sag ich doch bloß so. Reifenpanne.
Reifenpanne. Lernen Sie jetzt Jörn kennen. Man denkt ja nach der Schulzeit, da kann man so richtig schön leben. Manch einer denkt dann natürlich auch, ach, so ein bisschen das nötige Kleingeld, das kann man sich doch ganz schnell in der Spielhalle verdienen. Aber schnell wird man spielsüchtig. Herzlich willkommen, Jörn. Willkommen, Jörn. Du hast deinen Stuhl gefunden. Hervorragend. Hier wollte aber jemand noch was sagen. Ja, ich habe auch immer Ausreden, grundsätzlich. Ja? Wenn ich nach meinem Krümel da nach Fischbeck muss, ne? Und wir sehen uns alle 14 Tage, also nur dann. Und dann sage ich auch immer, entweder Benzin wird teuer oder mein Wagen ist kaputt oder mein Kollege hat mich abgeholt oder so. Ich benutze nur Ausreden. Und ich glaube, du bist auch stolz drauf. Ja, hin und wieder, ne? Loco. Ich und mein, die anderen sind ja ziemlich doof, dass sie dir das glauben. Nee, ich weiß, wer mir was glaubt und wer mir nichts glaubt. Aber überwiegend da, wo ich das erzählt habe, mir wäre das geglaubt, ja. Gehst du auch mal ins Unmoralische? Wie? So wie Rainer vorhin meinte, wenn meine Oma vielleicht anfährt oder so. Nee, so nicht. Immer nur so was, so wie Benzin wird teuer oder... Okay, das hatten wir ja schon. Jörn! Wir haben jetzt gerade die ganze Zeit von der Schule gesprochen. Du hast aber ein ganz anderes Problem. Du warst einmal spielsüchtig. Ja. Wie bist du spielsüchtig geworden? Oh Mann, das war wenn man's durch viel Langeweile. Ich habe einen sehr guten Job gehabt, wo ich immer nachts gearbeitet habe. Habe einen ganzen Tag frei gehabt. Und dann wusste ich immer nicht so recht, was ich machen sollte. Ne? Und dann fing es an mit 20, 30, 50 Mark. Und dann wurde es immer mehr. Weil man dann ja irgendwann nicht mehr die Finger davon lassen kann. Und dann... geht man in jeden Tag da 3, 4, 5 Stunden rein und dann wie viel verspielt man denn dann so in so 5 Stunden? Oha, das ist, wenn man 5 Stunden wirklich überhaupt nichts rausholt oder so, dann sind das schon fast so 500 bis 1000 Mark. Wie konntest du dir das finanzieren? Ja, wie ich mir das finanzieren konnte. Ich hatte, wie gesagt, erstmal einen sehr guten Job. Dann habe ich nebenbei gearbeitet, noch an dem Wochenende. Wo habe ich Musik gemacht, habe ich Rauschmeißer gemacht. In der Diskothek. Und als ich dann ja meinen Job verloren habe, nicht wegen dem Spielen, sondern wegen was anderem, da habe ich mir dann eben ein paar Ausreden einfallen lassen zum Thema hier. Wie nur bei Kumpels oder so, dann habe ich die eben angepumpt und... Was hast du denn gesagt, warum du plötzlich Geld brauchst? Oh, da lässt man sich schon was einfallen, da gibt es die dollsten Sachen. Man, zum Beispiel sagt man, ich habe meine EC-Karte verloren, komme am Wochenende nicht zum Automaten. Ich habe... gerade eine größere Ausgabe gehabt wegen Auto und alles so eine Sache, ne? Eben, ne? Wie viel Geld hast du denn insgesamt verspielt? Was glaubst du, was du dir davon hättest du kaufen können? Im Nachhinein. Ja, ich hätte locker mir ein Porsche Cabrio, hätte ich locker bar bezahlen können. Hast du jetzt noch Schulden? Etwas, aber nicht mehr so viel. Ich kann jetzt wieder ruhig schlafen. Was glaubst du, wie lange du ungefähr noch brauchst, bis du sie abbezahlt hast? Ja, wenn alles gut läuft, nicht mal mehr ein Jahr. Mit Hilfe von meinen Eltern, ne? Eltern helfen dabei, nein, alleine schaffst du es nicht. Nicht jetzt so gesehen, dass die mir das bezahlen oder so, sondern meine Eltern, die haben mir in den 4 Jahren unwahrscheinlich oft aus den Mist rausgeholfen. Ne? Und das war vielleicht auch ihr größter Fehler gewesen, dass sie es gemacht haben. Denn dadurch kommt man immer weiter in diesen Strudel rein. Ne? So haben deine Eltern reagiert, aber wie haben deine Freunde reagiert? Einige, oder sagen wir mal 95% mit Abneigung. Weil man hat sich nicht geoutet. Oder ich zumindest nicht. Ich habe es erst vor einem Jahr jetzt ungefähr gemacht und das hat mir unwahrscheinlich geholfen. Ich habe mir immer bloß in meine eigene Tasche reingelogen. Ne? Ich habe gesagt, morgen gehe ich da nicht mehr hin und dann ist gut. Ne? Aber wenn man zu Leuten hingehen kann und sich mit denen darüber unterhalten kann, das ist es wesentlich einfacher für einen. Damit fertig zu werden mit der Situation, weil man nachts fast gar nicht mehr richtig schlafen kann. Ne? Weil dann das alles fast erdrückt. Das ist ja auch schon eine harte Nummer, sich immer so viel Geld zu borgen und dafür Ausreden zu benutzen. Und du hast auch für deinen besten Freund Uwe, hast du auch immer Ausreden benutzen müssen. Mhm. Was war denn da so die härteste Ausrede? Na, das war, wenn man es so nimmt, nicht so eine Ausrede gewesen. Das härteste, was gewesen ist, wo er mir auch unwahrscheinlich mit geholfen hat, war, ich habe jahrelang Sport getrieben, habe danach Trainer gemacht. Bei uns in der Stadt und dann sollte ich mit 4 Jungs zu deutschen Meisterschaften hinfahren nach Freiburg.
Und da habe ich vom Verein dann eben 2000 Mark ausgehändigt gekriegt. Und 1000 habe ich davon eben dann verdaddelt, ne? Verdaddelt heißt verspielt. Ja. So, und was nu? Was soll ich nu machen, ne? Ja, taten dir die Kinder nicht leid? Na klar taten mir die leid. Na klar taten die einen leid, aber in dem Moment kann man, wenn man sowas macht, dann kann man nicht mehr klar denken. Man läuft mit einer rosaroten Brille durch die Gegend. Du wusstest aber, dass du auf jeden Fall diese Fahrt noch machen musstest. Also bist du zu Uwe gegangen. Was hast du ihm denn gesagt? Na, wir haben uns dann abends da in unser Stammkneipe getroffen. Oder er war da. Und da habe ich ihm das so gesagt, dass ich das verdoddelt habe und brauche 1000 Mark. Und hast du eigentlich keine Ausrede benutzt, sondern du hast ihm die Wahrheit gesagt? Da habe ich die Wahrheit gesagt, aber einmal habe ich eine Ausrede benutzt. Ich habe, wie gesagt, ich habe mal eine Zeit lang auch Musik gemacht, 4 Jahre lang, jedes Wochenende als DJ. Und da wollte ich mir dann unbedingt so ein Keyboard kaufen. Und das war im Angebot. Das war eine Ausrede, weil das eine glatte Lüge war, ne? Da habe ich dann zu ihm gesagt, ja, das ist gerade zum Angeboten, das kostet, weiß ich gar nicht mehr, wie teuer das war oder wie viel ich mir davon gebohrt. Das waren ja immer mal so eine Summe, mal so eine Summe, mal so eine Summe. Ne? Das war ja nicht immer dasselbe. Und das war ja nicht bloß er, das waren ja nur einige andere von meinen Kumpels. Ne? Aber das war die härteste Ausrede gewesen, dass ich mir da so ein Keyboard kaufen wollte. Ne? Und kurz nachdem ich das Geld von ihm hatte, bin ich dann in die nächste Spelunke reingelaufen und habe das dann eben innerhalb von 2 Stunden oder von drei Stunden habe ich dann verdaddelt, ne? Und habe vielleicht davon noch 200 Mark irgendwo wieder andere Schulden bezahlt. Aber man reißt sich immer wieder Löcher mit diesen. Ja, wollen wir jetzt mal deinen treuen Freund Uwe befragen. Er ist nämlich hier, was er denn gedacht hat, wohin das ganze Geld geht. Herzlich willkommen, Uwe. Wenn man Jörn so reden hört, könnte man meinen, du wärst ein bisschen treu doof, dass du ihm einfach immer wieder Geld gibst und er verspielt es nur. Wusstest du denn davon? Also zuerst wusste ich nicht Bescheid, was Jörn mit dem Geld macht. Also dieser Ringergeschichte, da hat er mir nicht gesagt, dass er es verspielt hat, sondern er hat mir gesagt, dass das Auto, was bestellt wurde, um die Kinder zu transportieren, hat einen Unfall gehabt und er sucht abends dringend Geld, um 2 PKWs zu finanzieren, die so kurzfristig nicht mehr bezahlt werden können von der Ringerkasse. Ja, und wann hast du dann endlich herausgefunden, dass er wirklich das Geld verspielte? Ja, wie gesagt, zuerst habe ich es nicht gewusst, weil die Ausreden waren sehr umfangreich. Das ging von, was man sich denken kann eigentlich. Was denn noch so? Was fällt dir denn noch ein? Ja, ich habe mal im Krankenhaus gelegen, bin operiert worden. Und da konnte ich gerade wieder aufstehen, da kam Jörn und hat mir die Geschichte mit dem Keyboard erzählt. Aber er hat gesagt, das braucht er für seine Mutter. Die hat Geburtstag und das kostet 2000 Mark und er kann es kaufen für 800 Mark, wenn er es heute kauft. Und ich habe gesagt, das ist doch bestimmt nicht wahr. Doch, er hat es geschworen, dass das war es und hat mich aus dem Krankenhaus eingeladen, Geldkarte geholt, 800 Mark gegeben und ich habe es ja nicht gesehen, aber er hat ja selber gesagt, dass er es verspielt hat. Wie viel Geld, meinst du, hast du ihm über die Jahre hinweg geliehen, wenn man das mal zusammenrechnet? Ja, kann man schlecht schätzen. Also der Endschuld war nachher 3.700 Mark. Bar. Wie hast du das Geld denn zurückbekommen? Ich habe damals eine Wohnung bekommen und die habe ich mir neu eingerichtet. Aber nicht von Jörn? Doch, zum Teil. Aha. Die Wohnung habe ich nicht von Jörn bekommen, aber Jörn hat mir selber angeboten, um seine Schulden zu begleichen, dass ich bei seiner Mutter bestellen kann. Die macht nebenbei Versandhaus-Sammelbestellungen. Und da habe ich mir für 5.000 Mark Sachen bestellt. Das war Geschirrspüler, Fernseher und eine Couch. Und Jörn hat mir gesagt, das ist alles abgesprochen mit seiner Mutter. Er regelt das mit seiner Mutter, die schießt ihm das vor. Und er trägt das bei seiner Mutter ab, monatlich, wie auch immer. Aber seine Mutter hat angerufen, die Sachen sind da, ich kann die abholen. Und da bin ich hingefahren mit dem Restbetrag, 1.400 Mark ungefähr, zu den 5.000, was ich bestellt hatte. Und da war auch gerade noch eine Vertreterin da, die Buchkontrolle gemacht hat. Und seine Mutter, die war nur stolz, dass jetzt kommt jemand, der bringt 5.000 Mark und die Sache ist eigentlich in Ordnung. Und mir war das schon nicht ganz geheuer. Ja, und als es an Bezahlen ging, habe ich dann gesagt, hier sind die 1.400 Mark, die noch fehlen. Und seine Mutter wusste von nichts. Und die Frau war auch noch dabei. Und das war sehr unangenehm für beide, für alle Beteiligten. Ja, wie hast du darauf reagiert? Das wäre mir ja so super peinlich. Ja, unendlich peinlich war das. Ich bin bestimmt seit langem mal wieder rot geworden. Da habe ich zu seiner Mutter gesagt, ich fahre sofort zur Bank, hol das Geld, also das tue ich mir nicht an. Und gerade ein Zufall, dass die Frau da war von dem Versandhaus. Ja, dann bin ich zur Bank gefahren. Als ich wiederkam, hat Jörn mich abgefangen und hat gesagt, das ist jetzt geregelt. Er hat das irgendwie mit seiner Mutter geregelt und seitdem
Und das war dann auch wirklich geregelt? Na, muss er dann mit seiner Mutter ausmachen. Ja. Wie ist es denn? Würdest du ihm heute auch noch mal Geld leihen, wenn er wirklich in einer schwierigen Situation wäre? Ja, man kann es ja nicht beurteilen, ob er in einer schwierigen Situation ist. Weil Jörn hat so viele Geschichten erzählt. Also das Vertrauen ist im Prinzip weg. Spielst du denn noch, Jörn? Jein. Sagen wir es mal so. Weil es ist eine Krankheit wie eine Alkoholkrankheit. Das ist genau dasselbe, nur es ist nicht anerkannt in Deutschland, muss ich dazu sagen. Ich war mal bei einer Psychologin gewesen, die hat mal versucht herauszufinden, wie das bei mir kommen konnte, oder wie es bei mir dazu kommen konnte. Ne? Und da musste ich ihr meinen ganzen Lebenslauf da erzählen und was ich alles schon für Mist auf Deutsch gesagt verbockt habe. So, und dann hat sie bloß zu mir gesagt, es kommt daher, weil sie damals zu Ostzeiten nicht als das anerkannt wurden, was sie gewesen wären oder als was sie hätten machen können oder so. Ja, aber wie ist es jetzt? Du gehst noch an die Apparate und spielst? Nicht mehr so wie früher, sagen wir es mal so. Ich will nicht sagen, dass ich davon total von ab bin, aber ich weiß, wann Schluss ist. Ihr zwei hattet mal eine ganz tolle Freundschaft. Wie ist es heute? Na, wir sehen uns ja kaum noch. Ich bin 700 Kilometer weggezogen. Ich hatte das schon erledigt eigentlich. Okay, du brauchst dir jetzt keine Gedanken darüber zu machen, aber glaubst du denn, du könntest zu ihm noch irgendwann mal Vertrauen haben, selbst wenn ihr in derselben Stadt wohntet? Ja, weiß ich nicht. Also wenn ich einmal sehen würde, er wird da irgendwie doch wieder spielen und dann... Er hat ja das Geld von anderen Leuten verspielt. Das ist ja das Schlimme und das muss ihm erstmal selber klar werden und dann kann er davon auch wegkommen. Was haltet ihr denn von dem Spruch, bei Geld hört die Freundschaft auf? Der ist richtig. Ja, was? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Nee, also ich meine, wenn jemand unbedingt jetzt nicht jetzt gerade fürs Spielen Geld braucht, sondern jetzt zum Beispiel jetzt für Möbel oder weiß nicht, für einen Babywagen oder fürs Babybett oder sowas. Du sagst, es gibt einfach Situationen, da muss man dem anderen auch mal Geld pumpen können. Ja, würde ich sagen, ja. Wie ist das denn, Jörn? Leidest du nicht manchmal darunter, dass dir eigentlich keiner mehr so richtig vertraut? Was ist, wenn du wirklich mal in einer schweren Situation bist? In die schwierigen Situationen habe ich mich immer selber reingebracht. Ich habe ja mein Leben lang genug Geld verdient gehabt. Und das war dann eben immer noch ein, zwei Wochen war es immer weg. Und ich habe ein Loch mit dem anderen wieder gestopft, sozusagen. Ne? Machst du dir denn jetzt selbst Vorwürfe? Ich mache mir selbst Vorwürfe, ja. Ich würde auch nie heutzutage noch einen danach fragen, ob der mir mal irgendwie Geld leiht. Wenn ich zu irgendeinem hingehen würde und den fragen würde, jetzt in der Disco oder so, gib mir mal 20 Mark, würde ich mir total bescheuert bei vorkommen. Wenigstens ist das eingestellt. Das ist schon mal hervorragend. Man kommt sich blöd dabei vor, wenn man sich outet. Und ich habe mich vor einem Jahr geoutet in meiner kleinen Stadt in Grimm. Und das wissen alle, was mit mir los war. Und jetzt habe ich da kein Problem mehr mit. Wir wünschen dir jedenfalls von Herzen, dass du es noch mal richtig in den Griff kriegst. Auch in langen Beziehungen gibt es ja bekanntlich mal Probleme, denn auch die Liebe verlangt manchmal nach Ausflüchten. Und davon kann mein nächster Gast erzählen. Herzlich willkommen, Carina. Ja, dem Rainer gefällt's. Carina, wer redet sich denn immer raus? Tja, mein René. Dein René ist dein Freund? Ja, das ist mein Freund. Wobei redet er sich denn immer raus? Ich möchte gar nicht ganz gerne den René heiraten. Und er findet es halt nicht so angenehm. Er redet sich halt immer so raus, dass er halt an allererster Stelle erstmal an Scheidung denkt. Was mir vor der Hochzeit denkt er schon an Scheidung? Ja, sagt er mir. Oder hat er mir gesagt, ja. Warum? Könnte es da irgendeinen Grund für geben? Ja, ich meine, wenn irgendwo eine Scheidung, sag ich mal, vollstatten geht, dann sind natürlich die Männer irgendwo, sag ich mal, diejenigen, die dann das ganze Geld für die Frauen, wenn die dann noch Kinder zahlen müssen. Und die Frauen, sag ich mal, kommen halt so bei weg. Sicher, aber gibst du ihm einen Grund? Nö. Liebst du ihn? Ich liebe ihn sehr, ja, klar. Hast du denn irgendwann mal sein Vertrauen missbraucht? Ja, habe ich. Was war da? Ich bin fremdgegangen, wo wir noch nicht zusammen gewohnt haben. Und ja, das war halt schon ziemlich... Glaubst du, dass es vielleicht auch daran liegen könnte, dass er einfach unsicher ist? Dass er Angst hat davor, dich zu heiraten und deswegen dann an Scheidung denkt, weil du vielleicht einmal
das Vertrauen missbraucht hast. Könnte sein, ja. Aber ich meine, Vertrauen gut und schön, aber mittlerweile wohnen wir jetzt schon über 2 Jahre zusammen und ich denke mal, dass ich ihm auch schon mehrmals bewiesen habe, dass ich ihn wirklich liebe. Und das hat irgendwo alles nichts mit Scheidung zu tun. Irgendwo ist das für mich nicht nachvollziehbar, sag ich mal. Was bedeutet dir denn die Hochzeit oder die Heirat? Warum möchtest du denn unbedingt heiraten? An allererster Stelle erstmal, weil ich ihn liebe, das ist ganz klar, ne? Also das ist der Vordergrund für mich. Und ich meine, da spielt natürlich noch eine gewisse Sicherheit eine Rolle, weil wir haben auch eine gemeinsame Tochter. Und wie alt ist die? Wird jetzt im April 2 Jahre alt. Und ich meine, man möchte halt schon irgendwo, sag ich mal, das ist ja auch zusammengehören, ja. Möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Wie lange seid ihr zusammen? Wir kennen uns seit 6 Jahren und wohnen halt seit über 2 Jahren zusammen jetzt. Warum sagt er denn, gerade weil ihr auch zusammen eine Tochter habt, warum sagt er denn, er möchte dich trotzdem nicht heiraten? Ja, halt, dass er halt... Nur wegen der Scheidung? Mal hieß es halt, mal später, irgendwann mal. Und dann kam das halt in letzter Zeit, ja, und Scheidung und so, und wenn wir uns mal trennen und so. Bloß ich liebe ihn und das zählt für mich. Und ich möchte mich nicht von ihm trennen. Das ist also der Mann, den ich mir gewünscht habe und den ich auch bekommen habe. Fragen wir ihn doch mal selbst. Er ist hier. Herzlich willkommen, René. René, du wolltest ja eigentlich ganz still sitzen und dir das natürlich nur anhören, was deine Freundin zu sagen hat. Aber sie ist jetzt ganz schön mit der Sprache rausgekommen. Warum möchtest du sie denn nicht heiraten? Was ist so schlimm denn an der Hochzeit oder der Heirat? Ich möchte sie nicht heiraten, nicht so, aber... Wovor hast du Angst? Ja, habe ich mir mal geschworen, dass ich allgemein nie heiraten werde. Habe ich mir irgendwann mal geschworen, weil ich habe das mitgekriegt, dass, also bei jeder dritte Ehe heutzutage wird in Deutschland geschieden und meistens schneiden die Männer dabei schlecht ab, weil sie, also die müssen ja Unterhalt zahlen und Alimente ist klar, das würde ich auf jeden Fall dann machen, aber... Liebst du sie? Ja, ich liebe sie. Ja. Liebst du auch deine Tochter? Ich liebe auch meine Tochter, ja. Du wolltest... Moment, ja, du hast immer was zu sagen. So, jetzt... Wie sieht's denn aus mit dem Ehevertrag? Würdest du dich auf einen Ehevertrag einlassen, Carina? Das gehört dazu, oder? Das hast du aber nicht gesagt. Ehevertrag kann ja bedeuten, dass du nach der Scheidung dann kein Unterhalt hast. Da ist ja dann dein Freund ist ja dann abgesichert. Also, dass er dann jetzt, also für dich dann zum Beispiel jetzt, ja. Ich meine, das ist ja nicht so, dass ich jetzt, wie gesagt, für mich steht wirklich erst an allererster Stelle die Liebe. Und dass das Heiraten halt einen Ehevertrag beinhaltet oder sonst irgendwas, das gehört halt dazu. Und Moment, ja, hier ist noch eine andere Meldung. Ich hatte eine Frage zu dem Freund jetzt. Warum guckst du auf Statistik, wenn ihr euch liebt, dann braucht ihr euch doch nicht wegen, brauchst du ja nicht wegen der Statistik sozusagen. Heiraten wir nicht. René. Also heiraten, ich würde sie heiraten, aber jetzt noch nicht. Na, da sie mich mal betrogen hat, habe ich mir gesagt, ich warte noch. Möchtest du ihm noch was sagen? Ja. Also als erstes möchte ich mal ein Gedicht vorlesen, was ich für dich geschrieben habe. Und zwar... Für mich bist du das Geschenk meines Lebens. Für mich bist du unersetzlich geworden. Du bist für mich das Beste, was mir passieren konnte. Denn du akzeptierst mich so, wie ich bin. Deine Augen versprühen Wärme und Geborgenheit und deine Arme geben mir Halt und Schutz. Ich fühle mich geborgen bei dir und möchte dich nie wieder loslassen. Wenn ich dein Herz spüren kann, könnte ich vor Glück weinen. Dank, dass du in mein Leben kamst und es machst heller von Tag zu Tag. Ich hoffe, dass du jetzt endlich glaubst, dass ich dich liebe und dass ich für immer bei dir bleiben möchte.
Wir haben zwar schon vieles durchgemacht, schlechte Zeiten auch, und es tut mir verdammt dolle leid und ich würde dir sowas nie wieder antun, aber ich möchte dich heiraten. Möchtest du, dass er jetzt was dazu sagt oder wollte das dann erstmal, dass sich das... Genau, das setzt sich jetzt erstmal. Wir begrüßen jetzt Joachim, denn er kann professionell Ausreden erfinden. Herzlich willkommen. Joachim, was hat das zu bedeuten, professionell Ausreden erfinden? Was kannst du Besonderes? Wir haben halt eine Schummelagentur. Wir sorgen halt für Leute, die Probleme aber halt ausreden. Zum Beispiel, wenn halt jemand zu spät auf die Arbeit kommt oder so und braucht halt eine Ausrede, ruft er bei uns an und die besorgen wir ihm. Und halt einiges mehr halt beim Fremdgehen, wenn halt jemand fremd geht und muss seiner Frau dann halt nachweisen, wo er halt um die Uhrzeit war. Und da werden wir halt einen Tipp geben, wie er halt hingehen kann und kann seine Frau dann ein bisschen beschwindeln. Das ist eine richtige Agentur? Das ist eine richtige Agentur. Wie heißt die? Die heißt Kings, also Schummelagentur und die ganze Ding nennt sich da Sündenbock-Agentur. Weil ich habe noch mehr was Agenturen. Was war das davor? Sündenbock-Agentur, Schummelservice. Schummelservice? Ja. Und wer kommt zu dir? Wer möchte, nimmt deine Dienste in Anspruch? Also aus welcher Schicht sind das? Sind die Leute? Junge, sind ältere? Leute, die halt, sagen wir mal, im Beruf gerade angefangen haben, weil vielmehr im Arbeitsleben wieder, nach einer langen Arbeitslosigkeit, kann ja mal passieren. Und dann haben die halt morgens das Problem, da wieder aufzustehen, wach zu werden, wenn der Wecker mal klingelt. Und dann verspäten die sich halt mal. Gehen sie zum Chef und erzählen, ja, ich bin halt heute Morgen mal zu spät gekommen. Aber beim zweiten, dritten Mal und so weiter klappt das nicht. Wenn man den Rhythmus hier drin hat, dann hat man halt das Problem, seinem Chef was zu erzählen. Und dafür sind wir dann da. Ja, was denkt ihr euch da aus? Vor allen Dingen, wer denkt sich diese Ausreden aus? Ja, also ich und ein paar Mitarbeiter von mir. Also ich selber lasse mir halt sehr viele Ausreden einfallen, weil ich bin Berufslügner. Und dadurch ist es so, dass halt mir sehr, sehr viel einfällt. Halt, egal welche Situation, mir beherrsche fast alles. Musstest du dich immer durch dein Leben lügen? Nein, also totales Leben lügen musste ich mich nicht, aber wie soll man sagen, einige Sachen mussten durch Lüge erzielt werden, sonst wären wir nicht weitergekommen. Also auch privat lügst du? Privat lüge ich nicht. Also das kann man aber jetzt als Berufslügner, wenn ich jetzt sage, ich lüge nicht. Na, sagen privat. Wir mal Ausreden. Nicht jede Ausrede ist eine Lüge. Ja, eine Ausrede ist keine Lüge, aber die Ausreden, die wir halt produzieren, das sind halt professionelle Lügen, die wir halt den Leuten auftischen. Oder vielmehr, die wir halt den Leuten da erzählen, dass sie halt ihrem Partner oder ihrem Chef gegenüber dann halt anwenden. Also wir lernen das Lügen. Und was kostet der Spaß? Ja, der Spaß kostet so zwischen 15 und nach oben gibt es halt keine Grenzen. Wonach beurteilt ihr das denn? Nach eigenem Ermessen oder gibt es eine Liste oder Tabelle? Nee, es ist halt so, dass es halt in dem Moment nach der Situation halt, wie halt gerade die Situation jetzt entspricht, das ist zum Beispiel, sagen wir mal, bei einer Kleinigkeit, zum Beispiel, wie ich halt eben erwähnt habe, zu spät auf die Arbeit kommen, das ist halt ein Anruf. Aber es kann ja halt immer passieren, dass zum Beispiel jemand mal fremdgegangen ist und abends 2-3 Stunden später nach Hause gekommen und dann muss ja die Ausrede für da sein halt. Dann gehen wir hin und erzählen halt, dass er zu Hause sagen soll, er hat eine Oma, die halt auf den Straßenkram hingefallen ist, hat er halt gerettet, hat sie dann nach Hause gebracht und morgen steht der Opa vor der Tür mit einem Blumenstrauß, bringt ihn dann an und sagt, danke, dass sie halt meiner Frau da geholfen haben und sich da 3 Stunden um sie gekümmert. In Wirklichkeit war er in fremden Betten. Hat man da nicht ein wahnsinnig schlechtes Gewissen? Nee, das darf man dabei nicht haben, sonst kann man das ja nicht machen. Kennst du denn irgendeine Schamgrenze? Dass du sagst, bis hierhin und nicht weiter? Ja. Wo ist die angelangt? Die ist angelangt, wenn es in die Kriminalität reingeht. Also ich würde nie was Kriminelles machen oder etwas, was irgendjemand stören würde. Zum Beispiel, ich bin halt so, wenn ich mit Leuten in Kontakt trete. Es ist ja so, dass ich nicht hingehe und sage, hier, pass auf, belüg jetzt gleich oder so. Oder versuch gleich hier deinen Partner reinzulegen. Sondern ich versuche das dann so zu vermitteln, dass er halt erstmal überlegt, bevor er es tut, ob es ihm noch einen anderen Weg gibt oder eine andere Entscheidung, wenn er mit seiner Frau mal offen darüber redet und so, was er halt für eine Neigung hat oder so. Oder mit dem Chef mal ordentlich redet, dass mal das passieren kann. Es ist halt so, der Mensch war längere Zeit arbeitslos gewesen, hat halt das Problem, dass er morgens nicht rauskam. Also wenn man offen mit seinem Chef reden kann oder mit seiner Frau oder sonstigem, dann versuche ich ihm erst das da zu erklären und dann, wenn es nicht klappt,
Lügen, bis die Balken biegen. Sind denn alle deine Kunden mit dir zufrieden bisher gewesen? Ja, also ich will mich jetzt nicht selber loben, aber so. Aber ja, du wusstest. Es kann mal was daneben gehen, aber. Ist schon mal was daneben gegangen? Ja, das Berufsrisiko, das kann schon mal passieren, also. Aber ich kann nicht über alles da reden. Das, wenn zu viel daneben gegangen wäre, dann würde ich heute noch gefragt sein. Also ich bin noch gefragt. Wie, gab es denn schon mal jemanden, der sich aus einem Heiratsantrag rausreden wollte? Einen Heiratsantrag rausreden wollte? Ich habe da eben da hinten so ein bisschen was mitgekriegt aus Versehen. Aber ich fand es unheimlich schön. Und ich sage mir, da brauchen wir keine Ausrede für und nichts. Da gehört normalerweise das Wort Ja dazu und sonst gar nichts. Problem gehabt, hat da zu der Dame, die mir halt da die Anweisung gegeben hat, wo ich mich halt da aufzustellen hatte, gesagt, wenn das so weitergeht, komme ich da rein und habe Tränen im Gesicht. Meine ganze Schminke, die ich ins Gesicht gemacht habe, ist weg. Nur dadurch, was ich gehört habe, weil es mir so damals an die Nieren gegangen ist, dass der Mensch, die gleich gemerkt hat, dass die Frau eigentlich wirklich ihn will. Und das hat mich beinahe so gerührt, dass ich mehr hier reinkomme, beinahe alles weggelaufen. Also für sowas brauchen wir keine Ausrede, da sagt man einfach ja. Wir kennen aber jemanden, der einmal deinen Dienst in Anspruch genommen hat. Norman, herzlich willkommen. Norman, für den Ball im Bauch die Ausrede oder wofür hast du die Ausrede gebraucht? Das ist alle Bundeswehrkrankheit. Eine Berufskrankheit? Dafür hast du auch eine Krankheit. Warum hast du denn eine professionelle Ausrede gebraucht? Das klingt ja fast artverwandt hier. Ich hatte nämlich auch ein bisschen Geldprobleme. Musste das zurückzahlen, war aber ein bisschen klamm gewesen. Nächste Erste noch weit hin. Habe ich eine Ausrede gebraucht. Von ihm habe ich gehört gehabt. Haben wir halt abgesprochen, wie wir das am besten bewerkstelligen. Sind in diese Kneipe rein, wo die Jungs gewartet haben, die Geld von mir kriegen. Denen haben wir Geschichte erzählt, dass ich also überfallen worden bin, mir gerade von der Polizei kommen. Und da hat es noch 14 Tage Zahlungsausschub gegeben, war der nächste erste Tag, mein Gesicht war gerettet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr hattet aber auch schon mal eine Prügelei sogar inszeniert. Ja, das war mir dann später gemacht, weil ich fand es irgendwie so lustig, wie er mir geholfen hat. Adresse hatte ich jetzt von ihm, habe ich irgendwann gesagt, komm, ich mach da mal mit hier, das macht Spaß, das gibt einen gewissen Kick, der Reiz hier. Dann kam später halt, kam auf die Idee, diesen King-Service zu machen. Da sind dann Prügeleien inszeniert worden. Was, bei King Service geht es um Prügeleien? Da geht es um Prügeleien. Wie? Verstehe ich nicht. Naja, da kommt jetzt einer, der vielleicht von der Statur oder vom Können her das nicht so drauf hat, möchte bei seiner Herzdame gut angesehen sein, macht mit uns einen Termin aus, das wird geprobt. Dann wird ein Treffpunkt ausgemacht, kommt irgendein Mitarbeiter, pöbelt ihn oder seine Freundin an. Und der darf uns dann verhauen, ist bei seiner Frau der King. Und der steht dann ganz toll da. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, wenn man dann als Mann da besser steht. Rainer, könntest du denen vielleicht noch ein paar aus deiner langjährigen Berufserfahrung ein paar Ausreden noch zur Verfügung stellen? Nee, also auf dem Niveau also habe ich noch nichts gehört oder mir selbst ausgedacht, nee. Tja, das ist eine Frage. Niveaulos oder mit Niveau Ausreden? Sollte man Ausreden gebrauchen oder nicht? Also ich persönlich bin immer für die Wahrheit. Danke fürs Zuschauen, danke an meine Gäste. Danke auch hier im Studio.